Ja, hallo und recht herzlich willkommen auf dem Modellbaukanal von Train Dreams. Hier zeige ich dir detaillierten Bauten der einzelnen Modelle, die ich so baue für meine Anlage, aber auch Modellbauprojekte, nicht unbedingt Modellbahn. Wir hatten hier gezeigt Dioramenbau, Modellbau, elektronische Projekte und alles, was dazugehört. Ich bin Uli und los geht's. Und damit recht herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal. Dieser Kanal, habe ich ja schon angedeutet, soll nur dazu dienen, meinen Eisenbahnkanal zu unterstützen, indem ich hier Videos zeige von der Erstellung meiner Modelle. Gar nicht mal die Versuche, sondern tatsächlich vom Bau eines Modells von A bis Z. Im Detail gehe ich das Ganze durch. Ich hatte vor oder habe vor, das Ganze ähnlich aufzubauen wie bei Train Dreams. Das heißt, dass ich diese Videos kommentiere. Und wenn ihr das nicht wünscht, dann sagt mir Bescheid. Wenn ihr lieber nur ein Bauvideo wollt, wo ich stumm was bastle oder wie auch immer, dann lasst mich das wissen. In vielen Dingen wird es vielleicht gar nicht zu umgehen sein, wenn ich vielleicht irgendwas Elektronisches mache, wo ich dann irgendwas bastle, friemle, vielleicht was erkläre dazu und so weiter und so fort. Ähnlich natürlich auch hier. Wie gesagt, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich da weiß, was ihr wollt oder ob ihr das irgendwie komplett anders euch vorgestellt habt oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich hier alles mehr oder weniger im Detail unterbringen. Ihr seht es ja im Hintergrund schon, hier gehe ich es relativ langsam an. Das heißt, hier werdet ihr wahrscheinlich gar nicht beschleunigte Videoparts sehen. Das kennt ihr vielleicht von Train Dreams, dass ihr teilweise zwischen, naja, die normale Geschwindigkeit ist klar, aber teilweise zwischen 2- und 10-facher Beschleunigung die Sachen euch angucken könnt. Das habe ich eben vor, hier nicht zu machen. Hier will ich es eben im Detail zu machen. Hier werde ich es dann vielleicht lösen, wie wir es gerade sehen, dass ich mehrere Fenster im Hintergrund aufmache und dass man sich bestimmte Sachen rausguckt, und ich werde es eben im chronologischen Ablauf komplett machen. Wir werden es auch in diesem Bau hier sehen. Ich kriege das Ganze nicht in ein Video rein. Ich habe das Ganze wirklich versucht, hier einzeln alles darzustellen. Ich kriege es nicht in ein Video rein. Ich werde diesen Bau des Häuschens in 3 Teile voraussichtlich teilen. Das heißt, heute schauen wir uns diesen kompletten Grundkorpus an. Ihr wisst ja, ich habe das Häuschen ja selber entworfen. Das heißt, ich habe hier nicht mit dem scharfen Messer ein Bastelpack aufgemacht und irgendwas entsprechend da zu bauen, schöne Dinge, die es da gibt, sondern ihr wisst es, ich habe es komplett selber kreiert. Und wenn ihr da zum Beispiel mehr wissen möchtet oder mehr sehen möchtet, wie ich das am Computer entwerfe, das heißt, wie ich das Ganze mache, wie ich da plane, wie ich vorgehe und so weiter, dann lasst auch mich das bitte gerne wissen. Das möchte ich gerne, dass ihr, ja, ordentlich versorgt seid vom Thema her. Es soll ja auch interessant irgendwo sein und nicht langwierig. Natürlich ist das Bauen eines Häuschens relativ langwierig. Das muss man wissen. Das kennt ja alle selber. Das baut man nicht innerhalb von 5 Minuten auf. Und deswegen wird das eben auch ein bisschen länger werden. Aber ich versuche es trotzdem, ich sag mal so, interessant wie möglich irgendwo zu gestalten. Und werde natürlich dann immer jetzt dazu was erzählen, was wir im Hintergrund sehen, was ich mache, wenn Fragen existieren. Ihr seht zum Beispiel auch hier, wenn ich da Misserfolg hatte, dass diese LED partout nicht kleben möchte, ja, das werde ich da nicht unbedingt rausschneiden, das lasse ich drin. Ich filme natürlich jetzt nicht wirklich jeden Part ab, wenn ich hier so ein Häuschen mache, und das hat vielleicht, ich weiß nicht, 2 Tage gedauert, dann guckt ihr euch hier nicht 2 Tage Video an, wie ich ein Häuschen baue. Das wird nicht passieren. Ich versuche das schon irgendwo recht interessant zusammenzuschneiden, so dass man alle Punkte irgendwo mit dabei hat und dass man eben alles sich angucken kann und dann eben entsprechend, ja, wer sich für Modellbau interessiert. Ich hatte es eingangs erwähnt, es wird hier nicht nur Modellbauhäuschen, also Modellbahnhäuschen, ich muss mit den Worten Modellbau und Modellbahn mich ein bisschen anfreunden, sondern eben auch andere Dinge. Ich habe noch 2 Schiffe zum Beispiel hier oben stehen. Das ist einmal so ein Mississippi-Dampfer, der ist 1,50 Meter lang. Dann steht hier oben noch ein Krabbenkutter, die habe ich alle schon motorisiert und gebaut und gemacht. Das habe ich natürlich vor Jahren schon gemacht. Auch dazu werde ich vielleicht mal ein Video mit einflechten. Das wird sicherlich nicht mein Hauptaugenmerk werden, sondern ich werde es mit einflechten, wie ich das Ganze so mache. Wen es interessiert, der kann es gerne anschauen. Wen nicht, der überspringt mal halt dieses Video. Das ist überhaupt kein Problem. Da bin ich niemandem böse. Warum auch? Ist ja jedem seine freie Entscheidung. Habe ich ja im letzten Video von Train Dreams auch gesagt. Und okay, dann will ich jetzt mal hier hinten auf das Ganze eingehen, was wir da gerade sehen. Und zwar dieses Häuschen, was ich hier entworfen habe, das hat keinen besonderen
Grund oder Ziel dieses Häuschen. Ich habe also mir jetzt nicht eine Stelle rausgesucht auf meiner Bahn, wo ich sage, da soll das jetzt unbedingt hin, sondern das ist ein Häuschen, was ich einfach entworfen habe, Entschuldigung, weil ich mir diesen Lasercutter neu gekauft habe. Ihr könnt euch das übrigens nochmal anschauen auf meinem anderen Kanal. Ich verlinke es mal oben oder unten in der Videobeschreibung. Ja, und das ist jetzt das Resultat. Das ist das Häuschen in der Version 11 mittlerweile. Das heißt, ich habe tatsächlich 11 von diesen Häuschen drucken müssen, um endlich dieses Ergebnis zu haben, was ihr jetzt hier seht. Das heißt, auch mit diesen Kabeldurchführungen überall. Ihr seht ja die Kreise, die da drin sind. Da habe ich alles offen gelassen, wenn mal eine Idee ist, dass man sagt, da möchte ich gerne was unterbringen. Das stört auch später gar nicht, wenn man durchs Fenster schaut. Das sehen wir nachher, glaube ich, in diesem oder im nächsten Teil. Ich weiß es nicht mehr, wenn die Bemalung dran kommt, dass tatsächlich das Ganze ja übermalt werden kann. Und ich habe festgestellt, jetzt wo das Häuschen hier schon fertig dasteht, dass wenn man durch die Fenster schaut später, da stehen ja auch Personen dann drin und sowas alles, das sieht dann, wenn man wirklich noch den Hauch sieht und man guckt da wirklich direkt rein in so ein Fensterchen, dann sieht das aus, wenn ein Spiegel an der Wand hängt oder was weiß ich. Also da kann man so viel oder ein Bild oder irgendwas in der Art kann man da machen. Die Stromleitungen, die ich jetzt hier lege, die sind in dem Fall natürlich für die untere Etage. Ich werde ja alle Räume separat beleuchten und die bekommen dann im zweiten oder dritten Teil, ich weiß es noch nicht, wie ich zeittechnisch hinkomme und das Ganze zeigen werde. Die Videos kommen aber jetzt relativ Knall auf Fall, also alle aufeinander, weil ich das ja schon fertig habe. Ich habe nur so wahnsinnig viel Videomaterial da und deswegen hatte ich mich entschieden, das Ganze auf 2-3 Videos aufzuteilen. Es kann sein, dass ich ein bisschen schneide und es wären nur 2, werden wir sehen. Und ja, nur, dass ich es mal gesagt habe, dass es praktisch so sein wird. Jetzt habe ich die obere, da seht ihr schon, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt, wie ich die ganzen LEDs daran geklebt habe. Warum auch, weil es nicht anders gemacht wird als in der unteren Etage. Aber ihr seht, ich bin durch diese Kabeldurchführung durchgegangen und durch das Sperrholz und das dünne Drähtchen, was da durchgeht, konnte ich tatsächlich wieder, so war es auch irgendwo gedacht von mir, diese Löcher wieder halt verschließen damit. Das heißt, die Kabel gehen da durch und gehen hinten an einer zentralen Stelle von dem Häuschen nach unten. Ja, das werde ich wahrscheinlich in zukünftigen Projekten auch so beibehalten. Ihr habt ja gesehen, dass ich vorhin mit der Bohrmaschine oder mit dem Akkuschrauber diese Drähtchen hier verzwirbelt habe. Die waren ja eigentlich alle einzeln. Das kann ich so nicht lassen, weil wenn ich alles nach unten durchführe, weiß ich ja nicht mehr, was wohin geht. Natürlich haben alle zum Schluss den gleichen Pluspol, der zusammengeführt wird. Was übrigens ein sehr wichtiges Thema sein wird, wahrscheinlich an diesem Freitag bei Train Dreams im Video, denn ich habe da eine ganz böse Sache vergessen, verschlüsselt, falsch gemacht und so weiter und so fort. Das werde ich euch da wahrscheinlich zeigen und das passt jetzt hier nicht so hin. Und ja, deswegen alles zusammengezwirbelt und wie gesagt, die Pluspole werden später alle zusammengeführt, aber das gehe ich mal am Freitag drauf ein, überhaupt kein Problem. Ihr seht's, ich habe das Häuschen, ich glaube, habe ich schon gezeigt wohl, ich weiß es gar nicht. Die Werkstatt unten hat eine Einrichtung bekommen, das heißt, ich habe den Innenraum beklebt, ich habe mir ein Werkstattmotiv gesucht, das habe ich ausgedruckt, das habe ich angepasst von der Größe, von der Skalierung her und ich habe das dann in dieses Häuschen reingeklebt, habe auch das eine Fenster mit zugeklebt auf der Seite. Das heißt, da wird dann nur diffuses Licht durchscheinen. Das ist aber Absicht, weil in der Werkstatt ist mal ein Fenster zugestellt mit irgendwas. Und so sollte das jetzt hier auch aussehen. Den Grund unten, die Fußböden, die male ich alle grau an da drin. Das heißt, wenn ich später mal reingucke, sehe ich dann keine holzfarbenen Fußböden, sondern graue Fußböden, um das Ganze entsprechend dann ein bisschen hübscher aussehen zu lassen. Und die Innenraumbemalung, wie gesagt, das kommt auch alles noch. Ich hatte das Häuschen, wie gesagt, in mehreren Varianten. Ich habe das jetzt hier in der 11, in der Variante 10. Das ist das, was ihr übrigens im letzten Video bei Trendteams gesehen habt, als Bild kurz immer. Das ist die andere Variante. Da habe ich sogar die Innenräume komplett mit Fototapete da drin ausgestattet, um das alles dann entsprechend realistisch darzustellen. Hier hatte ich eine andere Lösung gezeigt. Die werde ich euch aber im nächsten Video, was jetzt wirklich in Kürze folgen wird, das werdet ihr sehen.
Und wie ich das jetzt gemacht habe, wenn man von draußen reinguckt, dass das alles nicht leer aussieht, dass da ein bisschen was los ist. Wie gesagt, Personen werden noch drin stehen. Das zeige ich euch dann aber alles im nächsten Video. Ich würde sagen, für heute lassen wir es mal gut sein. Freut euch auf das Video 2. Die Versprecher, die gibt es hier genauso wie im anderen Kanal. Überhaupt kein Problem, damit werdet ihr hier auch versorgt. Alles da, dann würde ich sagen, freut euch auf Video 2. Das kommt die nächsten Tage. Und ansonsten sehen wir uns am Freitag bei Train Dreams. Mal gucken, was da noch alles Thema sein wird. Macht's schön gut bis dahin und schönen Dank fürs Einschalten. Tschüss, euer Uli.